herzlich willkommen zum dritten Video von unserer Reise entlang der Bundesstraße 5 von Süderlügum bis nach Frankfurt an der Oder. Heute zeigen wir euch die Strecke von Boitzenburg über Ludwigslust bis nach Grabow und danach weiter über Perleberg bis nach Küritz an der Knatter. Am nächsten Tag geht's dann über Ribbeck und Nauen bis kurz vor die Tore von Berlin. Und anschließend über die Bundesstraße 5 mitten durch Berlin bis nach Rüdersdorf. Unsere erste Station ist das Schloss Ludwigslust mit seinen herrlichen Wasserspielen. Hinterm Schloss gibt es einen schön angelegten Wohnmobilstellplatz mit Strom- und Entsorgungsmöglichkeit. Mitten durch die historische Altstadt von Grabow führte uns unser Weg dann zum nächsten Etappenziel, dem Stellplatz am Stadthafen. Nach einer kurzen Mittagspause machten wir von hier aus dann eine Fahrradtour in die Umgebung.
Küritz an der Knatter erhielt seinen Beinamen aufgrund der früher zahlreichen knatternden Wassermühlen. Weiter ging es dann am nächsten Morgen bei leider nicht so schönem Wetter vorbei am brandenburgischen Haupt- und Landgestüt in Neustadt-Dosse. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. So beginnt ein Gedicht von Theodor Fontane. Schloss Ribbeck ist heute ein Restaurant und eine beliebte Event-Location. Der Wohnmobilstellplatz in Nauen, direkt am Bahnhof, ist wohl doch mehr nur als Park- und Reitparkplatz geeignet. Haben wir auf diesem Parkplatz an der Döberitzer Heide verbracht. Am
Nächsten Morgen sind wir mit dem Fahrrad zum nahegelegenen olympischen Dorf von 1936 gefahren. Das olympische Dorf ist in den letzten Jahrzehnten völlig verwahrlost. Inzwischen aber hat sich ein Investor gefunden, der dort Wohnraum für gehobene Ansprüche schafft. In der Nähe gibt es auch ein Erlebnisdorf mit einer Achterbahn und verschiedenen Attraktionen für Kinder. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wo außer in Berlin gibt es schon eine Autobahn mit Zuschauertribünen? Der Berliner Funkturm mit Aussichtsplattform und das Internationale Kongresszentrum Berlin. Das Charlottenburger Tor. Die Straße des 17. Juni und die Siegessäule. Das Brandenburger Tor. Und das Holocaust-Mahnmal. Unter den Linden. Der Bebelplatz und die Staatsoper. Das wiederaufgebaute Berliner Schloss, der Berliner Dom und im Hintergrund der Fernsehturm. Der Strausberger Platz. Und das Frankfurter Tor. Zum Schluss kommen wir nach Rüdersdorf und haben dort auf dem Parkplatz des Museumsparks die Nacht verbracht. Im Freilichtmuseum Rüdersdorf wird die Gewinnung und Verarbeitung von Kalkstein aus den Rüdersdorfer Kalkbergen dokumentiert.
Ja, liebe Freunde, das war's dann mal wieder. Wenn euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und abonniert auch gerne unseren Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.